Es ist so wichtig, was Hazrat hier sagt, dass der Mensch erst, damit er aus seiner empirischen, äußerlichen Persönlichkeit herauswachsen kann, erst muss die Persönlichkeit auch eine bestimmte Art von Vollkommenheit erreicht haben, nicht? Also wenn man nicht erst, wie Hazrat irgendwo auch es nennt, pulls oneself together, nicht? Wenn man sich zusammenzufassen weiß, als Persönlichkeit zu bilden weiß, das ist der erste eine Bedingung, die man braucht. Wenn die Persönlichkeit einmal gebildet ist und zuverlässig geworden ist, dann lässt sich das aus dieser Persönlichkeit, die menschliche Vermögen, der Geist und das seelische Leben, kann daraus herauswachsen. Aber erst hast also der körperliche und der mentale und der gefühlsmäßige Ebene müssen alle also hinein zu einer Synthese gebracht werden. Nicht? Und Sie wissen, vielleicht habe ich das schon früher auch gesagt, die Bedingungen für das innere Leben, die Mystik und die esoterische Lehre kennenzulernen und auszuüben zu dürfen, ist in Hinduismus und im Buddhismus an sehr strenge Regeln gebunden. Man muss also sehr vieles von der Welt sich entsagen und sehr viele Bedingungen sind da, die erst, also ethische Bedingungen, die hier vorgehen an die eigentliche spirituelle Entwicklung. Und wenn diese ethischen Bedingungen nicht nachgefolgt sind, nicht wirklich praktiziert worden sind, hat man kaum Eintritt in diese Systeme. Also das ist eben was so wichtig im Sufismus ist. Die Conditioning ist nur, dass man als Persönlichkeit sich entwickelt. Aber auch das ist schon eine Frage, die man sehr vorsichtig zu lernen hat und zu kultivieren hat. Aber das gibt ja meist einfacher Eintritt in das spirituelle Leben im Vergleich zu allen weltentsagenden Systemen. Dies ist nicht weltentsagend, eben weltembracing, weltumfassend. Nicht, dass man die Persönlichkeit, die in der Welt zu funktionieren hat, erst zu einem bestimmten Ausmaß an Vollkommenheit entwickeln kann. Und dabei geht natürlich selbstverständlich schon die geistige Entwicklung auch damit schon zusammen. Die Dimension des Geistes ist immer mehr bewusst dabei. Also weil man die Persönlichkeit entwickelt, wächst schon die spirituelle Dimension des Lebens gleich zusammen damit auch an. Und das ist das Wichtige von dieser Lehre, also die besonders reiche Art und Weise von dem Sufismus darzustellen oder das praktische Übung des alltäglichen Lebens auf diese Weise zu lehren. Hazrat nennt diesen Namen nicht, der sonst viele andere Ansprachen schon erwähnt. Die dritte Stufe von Mutmainna und dann die vierte Stufe, die meist Salima nennt, ab und zu auch Arif Alima oder der Wissende oder der Friedliche, nicht? Dass das das Ausgangspunkt ist für weitere spirituelle Entwicklung. Das heißt aber nicht, dass man nur, wenn man diese Zustand und Salima von Serenität erreicht hat, dass man dann mit der Spiritualität anfangen kann. Man muss davon bewusst sein, dass schon mit den ersten Phasen von weiterer Entwicklung der Persönlichkeit diese spirituelle Dimension schon mitgeht. Es fängt schon an. Es ist nicht, dass es plötzlich sozusagen Schluss, ein Chapter geschlossen und fängt das andere Chapter an, nicht? Also die Spiritualität ist immer schon dabei, aber wird immer überwiegender, nimmt immer einen größeren Raum in seinem Bewusstsein an. Und natürlich, wenn dann dieser Zustand von Ruhe, von Salima oder von das vollendete Rechenschaft davon, also die Alima-Zustand erreicht ist, dann kann man von dort hat man einen guten Ausgangspunkt mehr vollendet, darin einzugehen. Aber natürlicherweise die vorbereitenden Stufen auch der Spiritualität sind immer schon da. Und ganz besonders in die Lehre Hazrats. Alles, was er sagt, in rein praktischer Hinsicht, hat immer diese Dimension der Spiritualität schon in sich. Und das ist das ist das ganz Besondere der Lehre Hazrats. Alles, was er sagt, hat immer diese innerliche Spiritualität, diese also letztendliche Zielsetzung schon immer ab Anfang ist es schon dabei.
Davon muss man sich Rechenschaft geben. Also nicht nur erst das eine und dann also das andere, aber eine gleiche Entwicklung von all diesen Elementen, die in Zusammenhalt den Mensch weiterführen.